Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Annika Bühnemann, ich bin die Gründerin des Blogs vom Schreibenleben.de und du erhältst hier Schreibtipps, Marketing-Tipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, es geht euch gut in eurer mehr oder weniger gelebten Isolation. Ich weiß von einigen, dass sie tatsächlich wirklich sehr alleine in ihrem Zimmer sind oder in ihrer Wohnung, teilweise Kontaktverbote zu ihren Liebsten haben und Tag ein, Tag aus irgendwie nur die gleichen vier Wände sehen. Euch sei gesagt, wir denken besonders an euch, also ich tue das zumindest und ich hoffe, dass ihr gut damit klarkommt. Es ist ja nicht für jeden so einfach, nicht rausgehen zu können oder eben nur alleine rausgehen zu können. Und je länger wir diese ganze Phase mitmachen, desto anstrengender wird es ja auch. Ich merke das selber, ich bin ja mit beiden Kindern zu Hause und spätestens so nachmittags gegen 4 sind meine Nerven auch irgendwie durch, weil ich dann von morgens um, keine Ahnung, 5 oder so bis abends um 9 auf den Beinen bin. Tatsächlich auch wirklich wortwörtlich auf den Beinen. Ich sitze wenig tagsüber und das merke ich nachmittags auch. Und ja, meine Nerven liegen halt auch, muss ich auch sagen, doch öfter mal flach. Hoffen wir, dass diese ganze Phase jetzt nicht noch monatelang andauert. Und ja, an dieser Stelle vielleicht einmal der Tipp für den Podcast von dem Virologen. Das kennt ihr bestimmt auch schon. Schaut euch, googelt einfach mal nach Virologe Dorsten Podcast. Da könnt ihr einen sehr interessanten Podcast hören mit ja, Up-to-Date-Informationen zum Coronavirus. Und damit sollte es auch schon gewesen sein mit diesem Thema. Wir wollen uns lieber etwas anderem widmen. Und zwar mal wieder dem Thema Kreativität. Das ist ein Thema, was momentan bei mir ganz, ganz hoch im Kurs ist. Und da wird es jetzt auch einige Podcasts zu geben. Oder Podcast-Folgen, muss man ja eher sagen. Und zwar wollte ich mal auf einen Tipp eingehen, den ich gelesen habe und den ich selber auch erlebt habe jetzt in den letzten Tagen. Und zwar den Tipp, mal wirklich alles auszuschalten, was einen so ein bisschen vom Denken abhält, nenne ich es mal. Also lass uns wirklich mal gerade jetzt in dieser Phase, wo wir eventuell ein bisschen mehr Zeit zu Hause verbringen als normalerweise, lass uns da mal wirklich versuchen, Zeit für uns selber zu schaffen, für unseren kreativen Spielraum, nenne ich es mal. Wir versuchen ja sowieso, das Schreiben irgendwie mit zu integrieren in unseren Alltag, aber es klappt halt oft nicht so gut. Und das Schreiben machen wir auch oft in Verbindung mit dem Internet. Ist so. Unsere Ausrede ist ja häufig, dass wir das für Recherche brauchen, obwohl es ehrlich gesagt oft gar nicht so der Fall ist. Und ich möchte einfach nochmal an uns alle appellieren, während des Schreibens alles auszumachen und noch einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist der Tipp für heute. Wirklich mal so vielleicht 1-2 Stunden am Tag sich ein Zeitfenster einrichten, in dem einfach alles ausgeschaltet wird. Handy in Flugmodus oder zumindest das Internet aus, Fernsehen aus, Radio aus, Laptop die Internetverbindung kappen, also WLAN deaktivieren, am besten sogar ausmachen, wenn es irgendwie geht und wirklich mal hinsetzen an den Schreibtisch und wenn es irgendwie möglich ist, Kinder ausschließen und einfach mal durchpowern, entweder beim Schreiben oder eben auch bei anderen kreativen Aktivitäten. Man muss sich ja gar nicht aufs Schreiben unbedingt begrenzen, obwohl es natürlich schön ist, wenn man das machen kann. Aber vielleicht geht es euch so wie mir. Und also ich habe große Lust, momentan auch mal was anderes Kreatives zu machen. Und ja, schreibe dann zum Beispiel Gedichte oder bastle was oder male etwas. Also bin irgendwie anderweitig kreativ, aber versuche halt, mache auch gerne was mit den Händen irgendwie, aber versuche halt wirklich mich nicht ablenken zu lassen. Selbst Musik, da scheiden sich sicherlich die Geister. Musik wäre vielleicht so eine Sache, die man noch zulassen kann, weil sie die Kreativität oft noch stimuliert. Aber Musik kann halt auch ablenken von den Gedanken. Ich finde, dass wir heutzutage verlernt haben, einfach mal Ruhe auszuhalten. Kleiner Exkurs, wenn ihr
mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich regelmäßig zur Kirche gehe und in den Gottesdienst gehe. Und bei uns ist das dann so in der Liturgie, dass vor dem Gottesdienstbeginn absolute Ruhe herrscht. Das soll so eine besinnliche Zeit sein, um sich gedanklich schon mal auf den Gottesdienst einzustimmen und einfach so ein bisschen auch in diese Stimmung reinzukommen. Also es ist nicht absolute Stille, sondern es läuft Musik, also jemand spielt Orgel oder ein Chor singt. Aber es wird jetzt nicht gequatscht zum Beispiel. Das soll einfach dazu dienen, dass man Zeit zum Beten hat auf der einen Seite, weil Beten auch, das ist ja wie Meditieren, Beten holt einen so ein bisschen runter vom Alltagsstress und da findet man so ein bisschen die innere Mitte, man wird ruhig, man kann irgendwie so ein bisschen einkehren, nenne ich es mal. Und vor dem Gottesdienst, das war uns so, dass die letzten 2, 3 Minuten oder 4 Minuten, je nachdem, dann wirklich absolute Stille herrscht. Das ist wirklich ganz ruhig. Manche Leute halten das nicht gut aus. Gerade wenn man es nicht gewöhnt ist, dann kommen einem so 2, 3 Minuten absolute Stille schon echt lang vor. Und wir haben es auch mal ab und zu, dass diese Stille dann länger andauert. Bei besonderen Gelegenheiten zum Beispiel, wo wirklich mal, ich sag mal, 5 Minuten wirklich nichts ist. Man sitzt da jetzt auch nicht gerade mit seinem Handy, sondern man sitzt da wirklich und ist seinen eigenen Gedanken ausgeliefert. Und also ich kann das sehr gut, ich bin es gewöhnt ja auch, muss ich sagen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es mal einfach mal mit mir selber mich zu unterhalten oder eben zu beten und mich mit Gott zu unterhalten. Aber ich habe schon oft festgestellt, wenn Menschen gezwungen werden, mal ein paar Minuten gar nichts zu machen und einfach Ruhe auszuhalten und sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass das irgendwie ein Riesenproblem ist. Und ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, weil ich halt nicht gewöhnt bin, fällt es mir schwer, mich da irgendwie hineinzuversetzen, warum man jetzt nicht ein paar Minuten mal ruhig sein kann. Aber ich stelle fest, dass man heutzutage irgendwie immer Ablenkung braucht von sich selbst und seinen Gedanken. Und da möchte ich mal ansetzen und einfach für heute so diesen Tipp geben. Setzt euch wirklich mal hin und macht alles aus und hört einfach euren Gedanken zu. Malt dabei oder schreibt es auf, was euch in den Kopf kommt. Bastelt was auch immer. Seid irgendwie kreativ, dass eure Hände vielleicht was zu tun haben, wenn ihr ansonsten zu hibbelig seid. Und lasst einfach mal eure Gedanken zu. Das Positive und aber auch das Negative. Also wirklich auch mal, momentan herrscht zum Beispiel viel Unsicherheit. Lasst es zu, dass diese Gedanken kommen, dass ihr feststellt, ich mache mir Sorgen um diese und jene Person. Schreibt das, wie gesagt, auch gerne mal auf. Schreibt einen Brief zum Beispiel auch. Und habe ich auch gemacht. Ich habe meiner Mama zum Beispiel einen Brief geschrieben, weil das habe ich ja seit Jahren nicht mehr gemacht. Einfach so. Dinge, die mir da in den Kopf gekommen sind, die hinausgehen über, was ich heute gemacht habe. Einfach, um das mal aus meinem Kopf rauszukriegen und weil es einfach super befreiend ist. Also das wäre so mein Tipp für heute, wirklich mal so eine Offline-Flugmodus-Zeit ins Leben zu integrieren und diese dann entweder kreativ zu nutzen oder meditativ zu nutzen. Ich hoffe, dass das hilfreich ist, weil ich denke, dass das sehr produktiv sein kann und sehr reinigend und kathartisch irgendwie, wirklich mal sich zu zwingen, sich mit sich selbst irgendwie auch auseinanderzusetzen und auch nicht in die Geschichte zu fliehen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kurzer Aspekt. Wenn wir die Zeit haben zu schreiben, eine halbe Stunde oder so, dann ist das natürlich super und wir gehen ja richtig mit vielleicht, also andersrum, ich muss mal einen Schritt zurück machen. Wenn wir schreiben, dann sollte man das ja möglichst ohne Ablenkung machen. Also wenn ich schreibe und mein Handy steht daneben und ich kriege dann per WhatsApp oder Instagram irgendwelche Nachrichten, dann gucke ich da tatsächlich regelmäßig drauf und bin immer so aus meinem Schreibfluss rausgerissen. Deshalb finde ich die Pomodoro-Technik ganz super, dass man einfach 20, 25 Minuten am Stück schreibt, ohne Ablenkung, wirklich strikt im Flugmodus und dann 5 oder 10 Minuten nochmal so ein bisschen daddelt und dann wieder 20 Minuten schreibt. Das ist sehr produktiv. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich halt sehr in meine Geschichte eintauche und mich natürlich nicht mit mir selber beschäftige, sondern mich mit meinen Figuren beschäftige. Das ist ja nicht immer das Gleiche. Und ich möchte dafür plädieren, dass man auch zusätzlich
zum Schreiben und zur Schreibzeit nochmal irgendwie sich ein paar Minuten nimmt, das müssen nur 15 Minuten am Tag sein, alles auszumachen, keine Ablenkung zuzulassen und halt eben nicht zu schreiben und somit abzutauchen in eine andere Welt und in eine andere Person, sondern wirklich mal eine Viertelstunde sich mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, das hilft. Man kann auch laufen gehen zum Beispiel. Also man muss ja nicht rumsitzen. Aber einfach mal den eigenen Gedanken zuzuhören, finde ich unheimlich wichtig. Und ja, es kann halt auch sehr produktiv sein. Ja, das ist mein Tipp für heute, für diese Woche. Ich hoffe, dass er euch helfen kann, so ein bisschen mal wieder zu sich selber zu finden, weil in dieser Zeit der Unsicherheit ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach seine eigenen Wurzeln mal zu spüren und zu sehen, was geht gerade in mir vor. Wenn ihr Lust habt und es euch traut, dann teilt das auch sehr gerne. Ich werde das auch machen und lasst uns da gerne mal drüber sprechen. Wenn nicht, auch kein Problem, weil das ist eine sehr private und intime Sache, die muss man absolut nicht teilen. Aber ich hoffe, es hilft, dass ihr ein bisschen mehr zu euch findet und so ein bisschen mehr grounded sozusagen. Oh, jetzt kriege ich gerade eine Nachricht, also muss ich jetzt aufhören und wünsche euch noch alles Gute und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann!